Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir sind hier ganz weit im Norden, bei Foscrack Spire sind wir gerade. Wollten eigentlich nach Sedor und auch nach zu Asura Schrein. Und da eigentlich noch ein paar neue Quests bekommen. Aber jetzt hier Foscrack Spire. Interessiert mich auch schon sehr, weil wir jetzt hier sind. Und okay, da geht's weiter. I've arrived at Frostcrack Spire. I should make my way inside this curious but extraordinary tower. Komm, wir schalten das mal aktiv. Wenn wir jetzt schon hier sind. Unmöglich, okay. Es muss hier also noch einen anderen Weg geben, oder? Warte mal. Das ist doch Bruma da hinten. Da halt die Kaiserstadt, da Bruma. Wie kommt Bruma von hier aus richtig gut sehen? Und das ist das Chardinal? Das Chardinal, okay. Bruma, Kaiserstadt und Chardinal können wir richtig gut von hier aus sehen. Oh Gott, was haben wir denn da? Doof, dass wir die Dings nicht sehen können, diese kleinen Straßen. Nehme ich mal mit. Können wir verkaufen. Hoppala. Gibt es hier aber vielleicht noch einen Weg? Den Schlüssel, okay. Automatisch speichern. I've discovered a dusty tome within Frostcrack Spire. I should read it to learn more about this unusual structure. Oh, das ist eine Eishand oder eine Kristallhand. After reading the dusty tome, I have learned that I can purchase everything I need to restore this place to its former glory from Aurelway at the Mystic Imperium in the Market District of the Imperial City. Okay, neue Schreibart. Aber auch alles auf Englisch. Ist richtig viel zu lesen. As I pen this, I gaze upon the walls of my home and remember the very day its design came to fruition. Although it seems like yesterday. It was actually many years ago. I was an impetuous wizard. I wasn't simply satisfied living at the Arcane University. I spent years coming up with a design for my home. A place where I could practice my magic in peace and keep myself away from the prying eyes of my colleagues. I brought over tomes and dusty scrolls.
scoured the bookshops of the land and even delved into ancient ruins looking for inspiration. Ich nehme das mal an mich. Okay. Portal zu Frostcrack Spirewood. Living Area. Sind das mehrere Zimmer? Ist das jetzt unser Haus oder wie? Ein Altar of Enchanting. Atronach Altar. Altar of Spellmaking. The Spellmaking Altar won't work without Mage Tallow Candles. So ist das nicht auf Deutsch übersetzt. What type of Atronach do you wish to summon? Storm, Frost, Flame, Dark. Was passiert, wenn ich jetzt so ein Flammen... This requires 3 Fire Swords, also 3 Fire Swords, okay. Das ist Stein, das ist Stuhl. Ne, Eis. Und das ist Feuer, na? Hier gucken wir uns das hier mal an. Das Portal. Main Level. Frostcrack Spire. Reispflanze. Okay, was haben wir hier? Hier sind Sachen, die bei Lava wachsen. Was ist das denn für eine Tür? Battle Dot zu Frostbite. Wir können jederzeit überall uns hinporten. Ah, ne, warte nicht, hier war das. Hier ist eine Nierenwurz. Okay, Frostcrack Spire. Main Level. Achso, wir sind wieder hier. Ist das unser Zuhause oder wie ist? Also ein potenzielles Zuhause von uns? Aber wieso gibt es hier kein Bett? Gar nichts. Moment. Da ist ein Frostatronach drin, kann das sein? Oder eine Frostriese, der seine Hand da so rausragt. Warte mal.
jetzt lieber nicht aktiv halten. Ich habe den einzigen Überlebenden der Banditen gefunden, die den Stein aus genau den. War ja hier hinten, oder? Genau, Sedor. Das war die aktive Quest. Weg nach Sedor finden. Das wollte ich nicht. Ich wollte hier so entlang. Schenke noch irgendwas abgesehen vom Tor. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Flug überleben würden. Sedor ist schon da unten. Ich glaube, da ist es schon. Das da. Das mit den Dings war doch interessant, weil wir da jetzt ganz zufällig in der Nähe waren. Halt. So, Schrein von Azuga müsste auch nicht weit von hier sein. Von hier und so zuerst überdachen gehen sollen. Heilungszauber. Noch ein sehr weiter Weg. Sorry.
So, ein Huhn mehr. Ein. Waldelf? Ist das ein Waldelf, oder? Dieser Ort ist heilig. Zeig bitte gebührenden Respekt. Okay, Melz? Ihr habt einen heiligen Ort betreten. Was wollt ihr hier? Ich möchte mehr über den Schrein von Azura erfahren. Dies ist der Schrein von Azura, der Königin von Morgen- und Abenddämmerung. Was führt euch hierher, Reisender? Ich wünsche Azura zu... Wenn ihr mit der Fürstin sprechen wollt, besucht ihren Schrein im Morgengrauen oder in der Abenddämmerung. Opfert ihr etwas Glühstaub, dann wird sie vielleicht geruhen, zu euch zu sprechen. Okay. Geht, dann... Glühstaub brauchen wir für Sie. Ich versuche, mich zu konzentrieren. Ihr gestattet? Okay. Die Animation ist mir neu. Glühstaub bräuchten wir. Nichts passiert. Wir gehen dann wieder zurück nach Sedor. Jetzt auch schneit. Ich habe gefunden, ausgeplünderte Mine. Jetzt hier? Unmöglich. Da können wir nicht rein, okay. Apropos, vielleicht müssen wir einmal kurz nochmal unsere Sachen reparieren. Ja. Gerade die Schuhe. Es schade, dass ich jetzt in die Mine nicht rein konnte. Aber da haben wir schon Sedor. Sterbt schon, verdammt! Der arme Hund! Aber der hat mich auch angegriffen. Ein Glasdolch, können wir verkaufen? Der hat nichts. Warte mal. Wir haben schon fast 20.000 Gold. Okay, gehen wir rein. Danke zu Sedor. Er wird sterben. Er wird das nicht überleben hier. Hier kommt mir bekannt vor, wie es hier aufgebaut ist. So, die Fallen nehmen wir mit. Ist er gefüllt? Keine. Okay.
Also, was kommt hier auf uns zu? Noch keine Falle. Ich höre aber Zombies. Warum hast du hier zugemacht? Der wäre schon längst tot. Ich glaube, ist nur noch der hier in dem Raum. Könnte ich mitnehmen, wiegt nicht viel und ist trotzdem was wert. Da ist ja noch einer. Ich höre noch mehr Ogre. Und da kamen wir. Ich gehe mal hier lang. Gehen wir zuerst hier entlang. Ah!
flog er. Zustand meiner Sachen. Okay, die Dinger halten nicht viel aus. Von der Dunkelforst. Was soll das? Die geben angeblich viele Rüstungen und halten aber nichts aus. Jetzt wünsche ich mir irgendwie einen kämpferischen Begleiter mit, der ohnmächtig wird und nicht drauf geht. So, ich würde vielleicht nochmal das hier nehmen. Für die Gesundheit. Viele Ogre sind hier noch drin. Alter, was war das denn jetzt? Alter, der hat uns nicht verdroschen. Sind mir zu viele Ogre? Dann wenigstens voll. Okay, gucken wir noch mal auf der Map. Eigentlich, wir hätten einfach hier geradeaus gehen sollen, kann das sein, aber hier waren wir auch noch nicht. Ich hoffe, das ist jetzt der letzte, oder? Eben jetzt bloß Panzer. Zaubernehmer bei. Das nehmen wir. Eben heute Brust Harnisch. Was macht der? Der hat nur 3 Schutz.
Nice. Können wir den hier schon mal wegwerfen? Loswerden? Können wir verkaufen? Auch wenn ich das Set gerne behalten wollen würde, aber nee. Magie reicht wieder nicht aus. Wird per Fernsteuerung geöffnet. Okay, Fernsteuerung. Wo haben wir eine Fernsteuerung? Warte mal, das müssen wir speichern. Bestimmt hier. Kommen wir auch wahrscheinlich wieder raus. Jo, es sieht offen aus. Von der heiligen Alessia. Wir haben es. Ich habe den Stein von der Saint Alessia in Sidor gefunden. Ich sollte ihn zu Kerok im Tempel von Talos und Bruma zurückbringen. Machen wir auf jeden Fall. Ich hoffe, wir begegnen jetzt erstmal bald keine weiteren Ogre mehr. Oh, sieht nicht schlecht aus. Erstmal alles auf Ebenerz. Okay, wir haben noch nicht alles auf Ebenerz, aber kommt noch. Vor allem, warte mal, wenn wir näher ran. Das Ebenerz-Ding ist ja auch ein bisschen verrostet, kann das sein? So, 1, 2, 3, 4. Wir haben hier alles Dunkelforstrotten. Außer die beiden. Ja, müssen wir noch irgendwie alles andere auch noch vervollständigen. Gucken wir nochmal auf der Map. Den ganzen Weg müssen wir irgendwie wieder hierhin zurückfinden. Oh, was haben wir denn da? Noch ein Findling. Hestra-Runenstein. Der Stein rührt sich unter eurer Hand. Sucht ihr seine heraufbeschworene Waffe und Rüstung? Ja, komm. Ein dädrischen Dolch und Handschuhe. Hier ist irgendwas. Ach nein. Ja.
sogar noch eine Tour. Mit ihr Lichtern. Versucht man nah ranzukommen, ohne wegzuwerden. Ich wollte das nur entdecken. Festung Horun entdeckt. Und Roy sind hier. Okay, Mist. Wieso kann Eberz keine Irrlichter eingeben? Hab ich irgendwas? Ist das in der Lage? Okay, die Kranlast hat Irrlichter kaputt gemacht. Die geheimen Energien des Menschenkörpers geben euch nur langsam ihre Mysterien preis. Ihr seid jetzt Experte der Wiederherstellung und könnt Wiederherstellungszauber der Expertenstufe wirken. Ah, okay, nice. So, ich will jetzt aber wieder mein Ebenerz Schwert. Das ist nicht der richtige Weg, den wir gehen. Ich freue mich aber, wenn wir endlich alles auf Dädrisch hier umgedingst haben. Ich freue mich aber auch, dass wir schon so viel jetzt auf eben jetzt haben im Besitz. Okay, von Rüstung, da fehlt uns noch der komplette Angriff eben jetzt. Aber trotzdem, schön schwarz-gold. Vor allem, warte. Vor allem in Morrowind und Oblivion war das ja schwarz-gold hier. In Arena war das halt die beste Rüstung, die man kriegen konnte, die EMS-Rüstung. Das erste Mal was von Dedra präsentiert. Und da war dann auch das erste Mal eine Dedra-Rüstung, aber die sahen alle gleich aus. Das war einfach nur, also vom Modell her waren die alle gleich, alle Rüstungen. In Daggerfall. Was ist jetzt für ein Geräusch? Ist was passiert? Ach, wir sind hier. Bei Namira. Da ist ein Schwarzbär. Ich hab keinen Bock auf Bären. Da haben wir noch ein Oblivion-Tor. Bitte kein Grizzly. Also kein Braunbär. Ach, hier sind wir.
In der Silberstraße, okay. Sorry, jetzt kam ich nicht mal dazu, mich stumm zu schalten. Tut mir leid. Oh nein. Nein, die Cam. Das ist ein normaler sind wir jetzt? Ja, hier. Einfach der Straße weiter vor. Oh nein! Sind die halt jetzt hinter dem Amulett her oder wie? Warum sind die jetzt alle so dick hier? Was wollt ihr? Okay, ich kann... Das ist mir egal. Ich kann mit ihm nicht nochmal reden, wegen des Amuletts. Aufgefallen, wenn ich jetzt hier mal diesen Zauber mache, achtet mal auf seinen Oberkörper, wie er so nach links und rechts schwankt. Finde ich irgendwie lustig. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Edle Helden, lasst auf euren Flügen. Apropos, okay, ist alles noch normal. Warum ist hier auf 101? Wir sind noch immer Stufexperte. Wir haben da irgendwie einen Buff. Ablocken von Nahkampfangriffen. Nicht Nahkampf, sondern Nachkampf. Okay. Geht man nach dem Kampf nochmal angegriffen, oder? Bitte, nur eine einzige Münze. So. Den habt ihr ihn gefunden? Habt ihr den Stein der Heiligen Alessia zurückgebracht? Ja, ich hab den. Ah, ihr habt ihn gefunden. Ich kann euch gar nicht genug danken. Eure Arbeit wird sehr hoch angesehen. Hier, nehmt das. Ich wünschte, ich könnte euch mehr geben. Quest aktualisiert. Drei starke Tränke des Lebens, Stein von Lestien entfernt. Seid gesegnet! Okay, ich würde hier trotzdem gern endlich mal ein Haus kaufen. Gleich hier nochmal was verkaufen. Hallo. Hi. Was? Lebt wohl. Wer? Ja. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Affenhose? So, Reparaturhämmer brauchen wir. Ich kaufe nochmal 5 Stück. Ich hätte es euch nicht so billig verkaufen sollen. Ja, beschwer dich nicht, hast du jetzt gemacht. So, Glasolch. Mit 251, ja. So, Dunkelelfe, Rotten, Brustharnisch.
22 Nierenwurzel haben wir. Wir brauchen aber nur den großen Seelstein. Daran habt ihr viel Gold verdient. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Den Silberkelch. Das ist ein gutes Angebot. Warum hat ich den Silberkelch mitgenommen? Was hatte ich daran gesehen? Beehrt uns bald wieder. Habe ich da ein paar Nullen irgendwie hin? Seht euch vor. So, jetzt will ich schauen, können wir hier jetzt ein Haus kaufen? Reicht das jetzt? Was ist mein Ruhm? 65. Wie geht es euch? Ist das Wohlfahrt eigentlich? Weil der sieht so aus, als würde er einen Drachenschrei raushauen, also ein Tun. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich wusste, ich könnte auf euch zählen. Es freut mich, dass ihr den Stein des Wahnsinns suchen wollt. Er wird das Glanzstück meiner Sammlung sein. Drakonischer Stein des Wahnsinns? Findet den Stein des Wahnsinns und euch erwartet eine fürstliche Belohnung. Okay, wie sieht's aus mit Hauskaufen? Ich bin gerade auf der Suche nach dem richtigen Besitzer für ein ganz besonderes Zuhause. Es ist ein altmodisches kleines Häuschen in günstiger Lage, direkt am Haupttor. Okay, ich kann's mir jetzt kaufen. 5000 Goldstücke. Wunderbar, ich werde euch das Dokument zukommen lassen. Hier ist euer Schlüssel. Wie schon gesagt, direkt am Haupttor. Ich habe mir die Hütte selbst angesehen und sie könnte ein paar Möbelstücke gebrauchen. Ziemlich kahl da drin, befürchte ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Surotan von Nova Roma hier in Bruma ein paar Dinge besorgen kann, damit es mehr wie ein Zuhause aussieht. Okay, nice. Möge euer Weg frei von Gefahren sein. Wie schön euch zu sehen. Gruß euch. Ja? Ich hätte vielleicht ein paar Patches installieren sollen, ne? Dass hier alles mal richtig angegeben wird. Mein Haus in Bruma. Oh, ich bin direkt davor. Das hier. Da ich nun bei meinem neuen Haus in Bruma angekommen bin, sollte ich mir in Surotans Laden Nova Roma einige Möbelstücke dafür kaufen. Okay, das ist mal... Das Haus ist schöner. So, wo geht das hin? Ich wohne im Keller, okay. Schönes Haus. So, jetzt will ich aber schauen, welche Quest haben wir. Ich habe den Stein von Santa Lechis zurückgebracht. Als Zeichen seiner Dankbarkeit gab er mir einige starke Heiltränke. Ich sollte zu Azan zurückkehren, um meinen Lohn abzuholen. Ah, zu Azan müssen wir. Stimmt, da war ja. Meine Füße bringen mich um. Wer hilft einem alten Bettler? Hallo. Hallo. Dum 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 dum.
in Anvil. Okay. Machen wir uns mal auf den Weg nach Anvil. Keine Ahnung, was mit dem da jetzt ist. Wie lange er da jetzt chillen will oder ob er noch relevant sein wird für später. Oh, mir gefällt das jetzt aber wirklich, dass wir jetzt schon die Erzrüstung haben. In Morrowind war das ja so mit der dänischen Rüstung, dass man das... Ne, wir gehen hier runter. Auch wenn wir jetzt angeguckt werden. Aber in Morrowind war das so, dass die Dänen jedes Rüstungsstück nur einmal existierte. Beziehungsweise zweimal, wenn man Divide Fyr mit dazu zählt. Aber jedes Rüstungsteil von der Dänen-Rüstung existierte halt nur ein einziges Mal und die musste man finden. Wer ist da? Gefällt mir sogar tatsächlich deutlich mehr, als wenn man das einfach so random bekommen würde. Das Prinzip mit der dänischen Rüstung, das hat einfach selten, so ein Seltenheitsdings hat, so ein Seltenheitswert. Und dass es nur maximal ein bis zweimal gibt, um die man sich finden muss. Wirklich gezielt auf die Rüstung begeben muss. Nochmal wirklich einen besonderen, nochmal Armen. Wirklich die beste Rüstung quasi an sich. Ich finde, das hätte man auch hier noch, ich weiß jetzt nicht, ob Will Oblivion? Will Oblivion, dass so dänische Rüstung und sowas einfach zu bekommen sein sollen. Oder häufiger sind, würde noch Sinn machen. Da läuft irgendwer hinten mir hinterher. Könnt ihr sie nicht gegenseitig bekämpfen? Also hier in Oblivion wird das sogar tatsächlich Sinn machen noch, dass man hier öfter an dänischen Waffen und Rüstung kommt. Aber in Skyrim? Man kann sich das dort einfach nachspielen. Also, ich finde, Skyrim hätte das wieder seltener sein sollen. Obwohl da ist ja der nächste wieder. Löwe sind bei uns, ja. Wie lange wollen die jetzt hinterher rennen? Aber in Skyrim ist halt die beste Rüstung dann plötzlich die Drachenknochenrüstung. Wieso ist da jetzt ein Droid, ne? Oder ein Drill? Habe ich hier irgendwann Ruhe? Muss es doch Ruhe geben, oder? Okay, Löwe lässt sich dann tatsächlich in Ruhe.
Ach, der war gestohlen. Warte mal, irgendwas ist auch... Von wo kommst du? Irgendwo kommt noch was. Okay, hier ist Ruhe. Ich würde aber sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.